sucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zionstoß in das Horn ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihn in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenheit bleibt und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergeht. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, mach kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob
Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in den letzten Monaten ist uns durch die verschiedenen staatlichen und kirchlichen Beschränkungen der Pandemie das Feiern in der Gemeinschaft sehr schwer geworden. Dazu kommen auch noch eigene Gewissenskonflikte, ob ich den Gottesdienst besuche oder nicht. Über ein Jahr lang leben wir jetzt schon mit den sehr starken Beschränkungen unseres Lebens. Da können wir uns heute am Aschermittwoch schon fragen, brauchen wir eigentlich in diesem Jahr noch eine besondere Zeit, besondere Fastenzeit? Sind denn nicht die vielen Entbehrungen des vergangenen Jahres Fasten und Buße genug gewesen? Aber gerade in diesem Jahr tut ein frischer Blick auf das gut, was die Fastenzeit sein will. Ein anderer Begriff kann uns bei einer Neuorientierung helfen. Die Fastenzeit ist die große Vorbereitungszeit auf das Osterfest, auf die Auferstehung. Und so können wir die Zeit intensiv nutzen, um unser derzeit so eingeschränktes Leben neu auszurichten an der Auferstehung und an ewigem Leben. Liebe Mitchristen, Asche aufs Haupt sagen wir, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Eigentlich müssten wir uns selbst damit bestreuen. So verstanden steht die Asche für Schuld, Eingeständnis und Umkehr. Aber sie ist auch Zeichen der Vergänglichkeit. Statt ein Aschenkreuz auf die Stirn zu zeichnen, wird uns in diesem Jahr Asche auf den Kopf gestreut. Trotz dieser körperlichen Kontaktlosigkeit kommt in diesem Ritus ein sehr enger Kontakt zustande, nämlich der Kontakt zu unserem Leben, unserem Nächsten und der Kontakt zu Gott. Durch die Asche werden wir an die Endlichkeit unseres erdenen Lebens erinnert und durch das Kreuz an das Leben, das über diese Vergänglichkeit hinausgeht, weil Gott uns durch das Kreuzesgeschehen neues, ewiges Leben in Christus geschenkt hat. So geht dieser Ritus auch weit über den Gruß, bleiben Sie gesund, hinaus, der sich in dieser Pandemiezeit eingebürgert hat. Das Aschenkreuz will uns sagen, dass wir untereinander und mit Gott verbunden sind, egal wie es uns in unserer Vergänglichkeit gerade geht, dass es auf jeden Fall ein ewiges Leben gibt, an dem wir jetzt schon teilhaben aufgrund unserer Taufe. Das Aschenkreuz und jedes Kreuz Zeichen, das wir bewusst machen oder wahrnehmen, verweist uns auf das ewige Leben, das uns Christus in seiner Auferstehung erworben hat.
So können wir heute mit dem Ersten Aschermittwoch und in diesem besonderen Kreuzeszeichen wirklich eine neue Zeit beginnen im Glauben an die Auferstehung. Das ruft uns auch Apostel Paulus heute zu. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Liebe Schwestern und Brüder, diese Fastenzeit will uns Zeit der Gnade und Zeit der Auferstehung sein. Wir sind eingeladen, wie es Jesus im Evangelium gesagt hat, dass wir Almosen geben, beispielsweise durch eine Geldspende an ein Hilfswerk. Und wir sind eingeladen, dieser besonderen Fastenzeit in besonderer Weise zu beten und zu fasten. Für beides brauchen wir keine Zusammenkünfte. Es gelingt gerade im stillen Kämmerlein ebenso. Denken Sie im Gebet dieser Tage vielleicht besonders an die Kommunionkinder, an alte und einsame Menschen, die Sie kennen, und darum, dass wir uns bald wieder als auferstandene Menschen in unseren Gottesdiensten und bei vielen Festen begegnen können. Fasten wir, indem wir uns besonders in die Bibel, das Wort Gottes, vertiefen. Durch regelmäßiges Lesen in der Heiligen Schrift und vielleicht durch einen Austausch darüber mit einem Freund oder am Telefon. So werden diese besonderen 40 Tage gut gefüllt. Und wir gehen, wenn auch nicht körperlich nah, so doch gemeinsam unserem Osterfest entgegen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du bist der demütige Nabe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Wort unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir des Christus, unseren Herrn. Amen. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.
Gott sieht das Verborgene und weiß, was die Menschen brauchen. Wir haben seine Gnade nicht vergebens empfangen und bitten ihn für die Welt und die Menschen. Jesus lädt ein, mit freudigem Herzen zu fasten. Wir beten für alle, die in den 40 Tagen bis Ostern auf etwas verzichten wollen oder auf einiges besonders achten. Erbarme dich ihrer, o Gott. Erbarme dich ihrer. Jesus lädt ein, unseren Reichtum mit anderen zu teilen und es in Stille zu tun. Wir beten für die Menschen in unserem Land, die im letzten Jahr mehr gespendet haben als je, alle nach ihren Möglichkeiten, und für die vielen Armen, die auf die Großherzigkeit anderer angewiesen sind. Erbarme dich ihrer, o Gott. Erbarme dich ihrer. Versammelt das Volk, ruft Gott uns zu, holt die Kinder zusammen. Wir beten für alle, die in diesen Tagen daran arbeiten, dass Kitas und Schulen wieder für die Kinder und Jugendlichen offen sind und dass alle möglichst sicher da leben und lernen können. Erbarme dich in ihrer, o Gott. Erbarme dich in ihrer. Paulus mahnt, dass Gottes Gnade nicht vergebens bleibt. Wir beten für die Menschen in Italien und Kosovo und Katalonien, die neue Regierungen bekommen, und für Belarus und Russland, wo so viele gegen die Herrscher protestieren. Erbarme dich ihrer, o Gott. Erbarme dich ihrer. Der Glaube verbindet die Menschen über alle Grenzen hinweg. Wir beten für alle, die jetzt oder immer schon unter geschlossenen Grenzen leiden, für die vielen, die in Staus stehen,